hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Philosophie ist ja jetzt eigentlich nicht so recht das Hauptthema dieses Kongresses. Und ich bezeichne mich gerne als Netzphilosophin. Und da höre ich von vielen immer, ja, not my department. Und ich möchte euch eben heute erzählen, warum es eben doch ganz viel mit uns zu tun hat. Und zwar gibt es nämlich diesen schönen Teilbereich der Philosophie, der nennt sich Technikphilosophie. Und die Sache ist, wenn wir uns ein bisschen mehr mit Technikphilosophie beschäftigen, dann brauchen wir hinterher uns gar nicht mehr so viel damit beschäftigen, irgendwelche bösen Sachen aufzuräumen, die andere Leute verbrochen haben. Das ist so ein bisschen die Sache mit dem Berg und dem Propheten. Eigentlich sollten ja sich die Philosophen ein bisschen um die Technikphilosophie und damit auch die aktuelle Entwicklung der Technik kümmern, aber die sind da noch so ein bisschen hinten dran. Das ist so ein Lieblingsfehler der Moralphilosophie, dass sie sich immer ziemlich viel Zeit lassen. Die kennen sich einfach mit Computern nicht so gut aus und deswegen möchte ich quasi mitteilen, warum wir auch einfach ein bisschen zu Philosophen werden sollten allesamt. Es gibt einen Film aus dem Jahr 2006 mit Adam Sandler, ganz furchtbare Klamotte, in der er eine Fernbedienung kriegt, mit der er das ganze Universum steuern kann. Hauptsächlich beschäftigt er sich da mit dem Vorspulen-Knopf und er nutzt diese Fernbedienung dann, um einen Streit mit seiner Freundin vorzuspulen. In der Zeit ist er dann im Autopiloten, der Streit wird dadurch natürlich nicht besser. Und das nächste Mal, wenn er wieder einen Streit hat, schaltet die Fernbedienung, es ist nämlich eine lernende Fernbedienung, schaltet sofort auf automatisches Vorspulen. Das macht sie dann auch mit allen Familienfeiern und allem, was er mal irgendwann vorgespult hat. Und im Endeffekt kommt dann die schöne Moral, dass er stellt fest, er hat sein ganzes Leben vorgespult, seine Kinder nicht groß werden sehen und Technik ist ja was ganz Böses. Und ja, während sich die einen eine Fernbedienung wünschen, um diesen Film vorzuspulen, stellen die anderen fest, dass das Problem ganz woanders liegt. Das Problem ist nämlich nicht, also eine Fernbedienung wäre geil. Das Problem ist, dass diese Fernbedienung lernend ist und unkontrollierbar handelt. Sie hat nicht den Knopf, auf den sie drücken kann, den man drücken kann und sagen kann, ja, letztes Mal habe ich vorgespult. Könntest du kurz deine Badge abnehmen, weil man hört das an Mikroreiben. Okay, der Herr Audiomensch hat es dran gemacht an die Badge. Eine Sekunde. Soll ich das ganz kurz abmachen? Willst du es hier dran machen, oder? Ich kenne mich leider mit dem Audio. Machen wir es hier, oder? Ja. Machen wir es hier. Geht das? Kann man so, das drehen? Oder? Nee. Haben Sie mal jemanden, der sich mit Audio auskennt, kurz kommen? So geht das nicht. That's not how it works. Jetzt weißt du auch, wo ich den Batch gemacht habe. Mhm. Ja, aber es hat gerieben. Also, ja, das stimmt. Es hat gerieben. Wir kriegen es jetzt hin. Danke. Na, so wollte ich mal auf einer Bühne stehen, ja. Ja, das ist der neue Schmuck. Also, das Problem, hört ihr mich? Nein. Nein. Dann wäre es jetzt ganz toll, wenn das Mikro noch funktionieren würde. Ja, wunderbar. Also das Problem ist nicht die Fernbedienung selbst, sondern dass sie eigentlich einfach eigenmächtig handelt. Und das ist quasi unkontrollierbar. Ich kann gar nicht mehr sagen, jetzt möchte ich bitte, dass du es anders machst. Diese Fernbedienung ist paternalistisch. Das ist das Problem. Aber das ist nicht der einzige. Wir haben sehr viele unterschiedliche Science-Fictions, die genau diese Sorge, dass die Technik irgendwie im Endeffekt doch die Gewalt über uns übernimmt, aufgreifen. Und das ist quasi das ist durchgehende Motiv. Die Technik macht mehr, als wir eigentlich wollen. Ich habe vor 2 Jahren auf der SIGINT mal mit Leuten von MakerBot gesprochen, die dann sagten, ja, uns ist es schon bewusst, dass wir dazu beitragen, dass wir irgendwann irgendwie dahin kommen. Aus dieser Reihe fällt ein Film ein bisschen raus, das ist Minority Report. Es gibt 2 Gründe dafür. Erstens übernimmt da nicht die Technik selbst, sondern die Technik dient sehr zur Kontrolle. Und der zweite Grund ist, das haben wir schon. INDECT ist ein Programm der EU. Ich brauche dafür, glaube ich, nicht viel sagen, aber da geht es genau darum,
Daten zusammenzuführen und Vorhersagen zu treffen über Leute. Feine Sache. So. Die Frage ist, was ist Technikphilosophie? Und dazu kann man ganz kurz sagen, was ist Philosophie? Philosophos ist das altgriechische Wort. Philo, der Freund, Sophia, die Weisheit. Also ich als Philosophin bin dann eine Freundin der Weisheit. Das Problem... Ach ja. Philosophen sind also diejenigen, die mit der Frage... Also mit der Antwort 42 nicht ganz zufrieden sind. So, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Technikpaternalismus ist keine neue Sache. Schon der Faust, ihr habt es bestimmt schon alle gelesen, geht irgendwie darauf ein, macht irgendwie darauf hin, weist darauf hin. Technikphilosophie beschäftigt sich also mit der Frage, wie soll eigentlich unsere Technik aussehen? Und dabei hat Technikphilosophie schon viel vorgelegt, das brauchen wir alles nicht nochmal neu erfinden. Gibt es verschiedene Ideen. Zum Beispiel Hauptpunkt 1 ist, dass der Mensch ein Mangelwesen ist. Der größte Mangel des Menschen ist, dass er stirbt. Er hat also eine begrenzte Zeit nur zur Verfügung. Und sehr viel Technik, wenn ihr euch mal umseht, geht genau dahin, Zeit einzusparen. Mit dem Computer hat es nicht ganz geklappt, der verschwendet auch wieder ganz viel Zeit. Aber Flugzeuge und Autos und so weiter, es geht immer darum, Zeit zu sparen. Es ist bedürfnisorientiert, man will die Natur unterwerfen. Also zum Beispiel Flugzeug ist ein ganz klares Teil dafür. Es gibt eben genau schon sehr lange die Angst vor der Verselbstständigung der Technik. Und Angst vor Kontrollverlust. Dann die Frage nach der Neutralität, ist Technik neutral oder nicht? Ich bewege mich da immer so ein bisschen dazwischen. Ich sage eigentlich, klar, sie ist nicht neutral. Eine Pistole hat einfach einen ganz, ganz klaren vorgegebenen Handlungsrahmen. Aber natürlich hängt das davon ab, was ich draus mache. Und in diesem, ja, also da kommt man dann zu diesem, wenn ich einen Hammer habe, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Und das heißt, Technik liefert einen Gebrauchsrahmen. Die Macht der Technikerinnen, das ist ja hier eigentlich, da weisen wir ja auch öfter drauf hin und die lassen wir auch manchmal Leute spüren. Auch das ist ein Thema in der Technikphilosophie schon oft behandelt worden. Umweltschutz, Atomenergie, brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Spannend ist auch noch die Frage, wie sehr wir uns eigentlich selber cyber-enhancen dürfen. Also, weil wenn das so 50% der Leute machen, dann werden die anderen 50, die es vielleicht nicht wollen, auch gezwungen. Und das sind dann wieder genau solche Fragen, die sich die Technikphilosophie stellt. Um jetzt noch mal kurz einen Schritt zurück zu machen, was ist eigentlich Technik? Das ist ein altgriechischer Begriff, also kommt aus dem altgriechischen Techne und hieß ursprünglich Kunst. Kunst, aber sehr gebraucht im Sinne von einer Kunstfertigkeit, einer Kompetenz. Also die Kunst, ein Pferd zu beschlagen oder die Kunst, Gitarre zu spielen. Dann kam natürlich ziemlich schnell die wissenschaftliche Tüchtigkeit dazu, wobei man sich dann nicht verwechseln darf. Tüchtigkeit gibt es auch wieder, ist ein anderes Wort, Arete. Und die Geschicklichkeit und die List, die alten Griechen haben immer ziemlich viele Bedeutungen für ein Wort gehabt. Und schließlich eben noch die Kunst, und die, also die schöne Kunst und das Kunstwerk. Also insofern sind Hacker eigentlich auch Kunsthandwerker. Wir haben im Deutschen eine ganz schöne Schwierigkeit, die viele Leute immer verwirren. Es gibt den Begriff Technik, es gibt Technologie. Im Englischen haben sie nur Technology und dann fehlt ihnen auch manchmal ein Begriff. Technologie ist ein einzelner Strang. Also Logos ist ja auch hier die Lehre von. Also es geht um einzelne Stränge, die Technologie des Autos oder die Computertechnologie, während Technik allumfassend ist. Da geht es um die gesamte Technik. Deswegen spreche ich viel von Technik, deswegen heißt es auch Technikphilosophie und nicht Technologiephilosophie.
Die moderne Definition von Technik umfasst, und jetzt fangen wir schon an mit ein bisschen Philosophie, weil die Philosophen haben es ein bisschen mit ihren Definitionen. Das hier ist eigentlich eine sehr klare, nutzerorientierte, künstliche, gegenständlich wirkende Gebilde, also Artefakte mit folgenden Eigenschaften. Außerdem Handlungen und Einrichtungen, in denen diese Artefakte verwendet werden und solche Handlungen und Einrichtungen, in denen sie entstehen, so rum. Das ist sozusagen ein sehr, auf den Punkt gebracht, das ist die Definition der VDI-Richtlinie. Die Folien sind übrigens verfügbar, also Quellen und so weiter gibt es da drin dann auch. Was wir uns bewusst machen müssen, ist, dass die Technik, die wir bauen, basteln, gestalten, einen Einfluss auf uns hat. Also es gibt eine Rückwirkung, eine Rückkopplung, eine Wechselwirkung. Das ist so der Punkt, auf den wir immer hinweisen, wenn wir zum Beispiel sagen, das Urheberrecht muss reformiert werden, weil eben eine neue Technik, eine alte Technik obsolet gemacht hat. Technology give it, technology take it away. Und so wie wir heute eben, weil wir Kühlschränke haben, keine Eisglotztransporteure mehr brauchen, ändern sich eben die Dinge und das ändert uns auch wieder. Wir können unterscheiden die Techniken in harte und weiche Techniken. Harte Techniken sind, da habe ich hier drei Beispiele gebracht, die Dampfmaschine, den Webstuhl und die Elektrizität. Von allen drei Sachen kann man sich bewusst machen, wie sehr die unsere Gesellschaft, unser Leben verändert haben. Es gibt noch was, Marx zum Beispiel hat da auch so wunderschön gesagt, dass das viel größere Revolutionäre sind, als es Menschen je sein könnten. Aber was noch viel wichtiger an der Stelle ist, sind die sogenannten weichen Kulturtechniken, also Kulturtechniken, wie Zeitmessung und die Schrift und Karten. Also wenn man sich bewusst macht, wie sehr allein die Erfindung zum Beispiel des Inhaltsverzeichnis die Art unseres Denkens verändert hat, die Art, wie wir strukturiert denken, das ist auch eine Ebene, auf der richtig, richtig viel passiert. Und der Computer, der digital vernetzte Computer, reiht sich eben genau ein in diese weichen Techniken, in diese intellektuellen Techniken, wie einer der wenigen, die aktuell zum Thema Internet schreiben, K. Es nennt intellektuelle Techniken, die eben den Geist, die intellektuellen Fähigkeiten erweitern. Und der Computer wird quasi zum Prototypen des Ganzen. Wir haben unterschiedliche Akteure im ganzen Spiel, die alles Mögliche entscheiden. Wir haben den Eigentümer mit seinen speziellen Verwertungsinteressen. Wir haben die Techniker mit Designinteresse. Wir haben den Gesetzgeber mit spezifischen rechtlichen Interessen. Und wir haben die Konsumenten mit kulturell ganz differenzierten Nutzerinteressen. Und in diesem pluralen Spiel der Kräfte, irgendwo da entscheidet sich, wie sich unsere Technik eigentlich weiterentwickelt. Und worauf wir eben achten müssen, ist, dass das Freiheits- und Individualitätsprinzip in der ganzen Geschichte nicht irgendwie verloren geht, sondern dass da nach wie vor, Freiheit vergessen irgendwie immer mehr Leute. Und eigentlich ist es ein ganz wichtiges Ding. Im Jahr 2006 kam nicht nur der furchtbare Film Click, sondern auch Sarah Speakerman, die auch hier im CCC-Bereich eigentlich recht aktiv ist, und Frank Pallert prägten den Begriff des Technikpaternalismus. Sie nannten es Technology-Paternalismus. Ich habe es, wie vorhin schon erklärt, dann mit Technikpaternalismus übertragen. Das ist also ein relativ junger Begriff. Der Paternalismusbegriff selbst ist aber gar nicht so jung, also das braucht ihr euch nicht durchlesen. Ich habe auch die wichtigen Sachen, sieht man nicht wirklich. Also selbst Kant hat schon sich mit Paternalismus auseinandergesetzt und sagt, es handele sich dabei um eine wohlwollende Entmündigung. Ich entscheide, was nützlich und was schädlich ist. Er bezeichnet das als Despotismus und so eine Art verordnetes Glück. Herkommen tut das Wort auch wieder vom lateinischen Pater, der Vater. Also es geht um eine väterliche Beziehung. Die Gender-Aspekte bitte erstmal noch beiseite lassen. Applaus
kommt später. Es geht um eine... Es geht also um ein wohlwollendes Entmündigen. Und das ist natürlich aber auch nicht so toll. Oft wird es verwendet, wie Staaten mit ihren Bürgerinnen und Bürgern umgehen. Auch Charlie Chaplin hat sich das Ganze schon vorgestellt in seinem Film Modern Times. Das ist die Eating Machine, die ihn da füttert, ohne dass er die Arme benutzen muss. Aber so recht klappt das auch nicht. Und dann kippt ihm die Suppe doch eher ins Gesicht. Und das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, wie das ist, wenn Technik eben übergriffig wird. Da sieht man schon, der Techniker versucht schon, das Ganze zu reparieren, aber das Missgeschick ist schon passiert. Ich habe schon erwähnt, die Philosophen, die definieren gerne Dinge und das wird dann ein bisschen kompliziert. Ich glaube aber, dass ihr da mitkommen könnt, weil ihr alle auch mit Logik und so weiter bestimmt super seid. Und damit das noch ein bisschen einfacher geht und nicht so ewig dauert, habe ich da eine Grafik vorbereitet. Ich stelle euch erstmal die handelnden Leute vor oder Leute, Teilnehmer. Wir haben den Pater P, wir haben eine Technik T und wir haben eine Aktion A und das Individuum I. So, das behalten wir jetzt mal hier in Mind. Technik ist paternalistisch, wenn erstens A von I als limitierend empfunden wird und, das ist ein logisches Und, also alle Sachen müssen zutreffen, I A nicht vermeiden kann, ohne Funktionalität von T einzubüßen und A von P so dargestellt wird, dass A hauptsächlich im Interesse von I existiert und A autonom von T natürlich durchgeführt wird. Was Philosophen dann besonders gern machen, ist, sich solche Definitionen aufzugreifen und die dann wieder auseinanderzunehmen. Das machen wir jetzt hier auch. Diese Definition von Sarah Speakerman und Frank Pallas ist äußerst subjektivistisch, was nicht sehr positiv ist. Also es muss als freiheitsbeschränkend empfunden werden. Das ist schon mal die erste Frage, was ist denn, wenn ich es nicht so empfinde? Gerade die Ambient Technologies sind ja genau darauf ausgerichtet, dass ich gar nicht mehr merke, dass Technik mich kontrolliert. Und der Pater muss es irgendwie darstellen. Was ist, wenn der Pater jetzt lügt oder wenn das gar nicht stimmt? Also es ist äußerst subjektivistisch. Dann stellt sich überhaupt die Frage, wer ist der Pater? Ist das jetzt, wir hatten die verschiedenen Akteure, ist das der Techniker oder der Eigentümer? Oder könnte nicht auch die Technik selbst der Pater sein oder geht es ganz ohne Pater? Könnte nicht der Kontrollverlust auch aus der inneren Logik der Technik selbst entspringen? Und da müssen wir uns wieder bewusst machen, es gibt eben diese zwei Ebenen der Kontrolle. Einmal der Pater kontrolliert mich mittels einer Maschine und aber eben auch Maschinen kontrollieren mich. Dann stellt sich nochmal die Frage nach dem Freiheitsbegriff. Also was ist, wenn ich jetzt, kann ich jemandem verbieten, ein iPhone zu benutzen, weil das iPhone ihn entmündigt? Das funktioniert auch nicht. Es ist so alles ein bisschen schwammig noch. Außerdem darf man nicht vergessen, dass ja der kulturelle Kontext immer auch noch eine große Rolle spielt bei Freiheitsbeschränkungen. Die können nämlich in Wechselwirkung zueinander stehen, die können einander verstärken, die können einander aber auch kompensieren. Das ist immer so ein bisschen ein kultureller Aushandlungsprozess. Auch das wird von dieser Definition nicht wirklich abgedeckt. Und dann könnte man noch sagen, dass es in gewisser Hinsicht ja auf jede Technik zutrifft. Also wenn ich einen Kuli habe, ich habe jetzt natürlich keinen da, der zwingt mir ja seine Handhabung auch auf. Und wenn ich ihn nicht so benutzen will, wie man ihn benutzt, wenn ich nicht hinten drauf drücken will, dann funktioniert er halt nicht. Damit bestraft er mich dann. Und das ist, nach der Warte muss ich also eigentlich eine Technik auf eine bestimmte Art
benutzen und sie gängelt mich immer irgendwie. Und genau da wird klar, es geht nicht darum, Technik an sich abzulehnen, sondern es geht darum, sich Technikpaternalismus bewusst zu machen und genau zu hinterfragen, an welchen Stellen ist es in Ordnung, wie beim Kuli, und an welchen Stellen ist es eben nicht in Ordnung, weil wir damit unsere Autonomie und unsere Mündigkeit aufgeben. Wir müssen uns dabei bewusst machen, indem wir Technik umwälzen, wälzen wir auch immer uns selbst um und werden auch zu anderen Menschen. Und deswegen müssen wir da einfach die Frage stellen, wie soll denn unsere Technik werden? Weil so werden wir dann auch. Ich habe noch eine eigene Erweiterung zu dieser Definition gebracht. Mir fehlte da nämlich noch der vorauseilende Gehorsam. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass Leute anfangen, Dinge zu tun, die gar nicht notwendig sind, um der Technik bloß nicht in die Quere zu kommen. Also sowas wie, dass man sich nicht traut, beim Zug die Tür aufzuhalten, weil er sonst nicht losfahren könnte oder so, solche Sachen. Sehr viel nehme ich auch wahr, so eine Art freiwilliges Unterwerfen. Also wenn zum Beispiel die Frau am Tresen mir mitteilt, ja, im Computer steht's aber so, und dann kann ich noch so viel sagen, hey, Sie sehen, dass ich gerade in Deutschland bin, ich bestehe hier in Fleisch und Blut vor Ihnen. Nein, der Computer sagt, Sie sind in Amerika. Dann ist das so. Und das ist natürlich auch eine schwierige Angelegenheit, und dabei dürfen wir halt nicht vergessen, dass Technik nicht zum Selbstzweck existiert. Und das Problem an der Sache ist, je schwerer Technik zu überblicken ist, desto schwieriger ist es natürlich auch, alles zu bemerken. Und da müssen wir eben aufpassen. Jetzt kommen wir zu der schönen Sache Paternalismus. Es wurde von Giesinger eine wunderschöne zweite Variante oder eine Unterteilung vorgenommen, nämlich es gibt eben den Paternalismus, der schränkt die äußere Autonomie ein und wird auch als Paternalismus empfunden, während der Maternalismus die innere Autonomie beschränkt. Und das ist das, was auch gar nicht so negativ empfunden wird. Also es ist dieses fürsorgliche Handeln, und das entspricht den Wünschen von I eigentlich weitgehend. Das ist sozusagen, das könnte man sich jetzt dieses, sich die Wäsche immer noch von Mama waschen lassen, drunter vorstellen. Also eigentlich so Apple und solche Sachen gehen eigentlich viel stärker in die Richtung Maternalismus. Deswegen ist mir diese Unterscheidung wichtig. Ich mag natürlich diese Rollen-Klischee-Zuweisungen nicht, deswegen habe ich da zwei andere Vorschläge. Man kann das nämlich auch als harten oder weichen Paternalismus bezeichnen oder als externen und internalisierten Paternalismus. Ja, ich weiß, der Pater steckt immer noch im Paternalismus, aber das ist nun mal, damit müssen wir uns immer abfinden, wenn wir anfangen zu philosophieren. Das wäre eine ganz tolle Idee für Maha. So, was bleibt von dieser ganzen Definition übrig, nachdem wir es auch noch zerpflückt haben? Technikpaternalismus ist das Auftreten autonomer Aktionen technischer Systeme in Bezug auf Individuen, die diese Aktionen nicht kontrollieren können. Eigentlich nur nochmal zusammengefasst, was wir eh schon wussten. Und dabei muss dieser Technikpaternalismus nicht zwingend wahrnehmbar sein, das behaupte ich. Und es geht um eine vormundschaftliche Geschichte. So, jetzt hatten wir schon immer irgendwie witzige Technik, die auch schon immer irgendwie autonom war. Und jetzt tritt auf der sensorisch verschaltete, vernetzte, universale, also intelligente Computer. Und da bekommt die Autonomie von Technik nochmal eine ganz neue Qualität, und deswegen muss das Ganze auch neu diskutiert werden. Das ist das, was ich versuche, meinen Philosophenkollegen mitzuteilen, dass eigentlich fast alles in der Technikphilosophie durch diese Erfindung neu hinterfragt werden muss. So, und der Problem des Technikpaternalismus, den können wir aber nicht, oder diesen Fehler können wir nicht in der Technik selbst beheben. Ich habe das schon erklärt mit dem Kuli. Das liegt in der Natur der Technik, dass sie einem auch das so vorschreibt. Das heißt, wo müssen wir das Problem lösen? Bei uns selbst. Und da heißt es eben, wir müssen uns das Ganze bewusst machen. Wir brauchen digitale Mündigkeit. Und die müssen wir behaupten. Und die Idee dahinter ist auch, dass eigentlich am besten wir ein ethisches Grundgerüst aufstellen, bevor es irgendwelche Internetausdrucker machen.
Jetzt kommen wir mal zum Wort Mündigkeit, das ist nämlich ganz spannend. Das hat nämlich eine ganz ähnliche Herkunft wie das Wort Paternalismus. Hat nichts mit dem Mund zu tun, sondern mit der Mund, mit T. Die Mund ist das Herrschafts- oder die hervorgehobene Stellung des Hausherrn gewesen gegenüber Frau, Kindern und Gesinde. Das heißt, in dem Moment, wo jemand, da sind wir schon, in dem Moment, wo jemand in der Lage war, sich selbst zu erhalten, für seine eigene Erhaltung zu sorgen, jetzt sprechen wir wieder nur von Männern, das ist halt Geschichte, dann trat er aus dem Mund des Vaters heraus und wurde selbst mündig. Frauen wurden nicht mündig, die gingen quasi direkt aus dem Mund des Vaters in den Mund des Ehemanns. Es ist heute immer noch ein Rechtsbegriff. Heute gibt es ja auch unterschiedliche Stufen von Mündigkeit. Wir haben Ehemündigkeit, wir haben Strafmündigkeit, wir haben Wahlmündigkeit. Und das ist so das eine. Jetzt haben wir die zweite Bedeutung, mit der dann die Übersetzer ins Englische immer ein Problem haben. Nämlich hat die Aufklärung sich diesen Begriff auch verwendet, um eine Analogie herzustellen zwischen dem Heranreifen eines Kindes und dem Reifen des Menschen als Gesamtgeschlecht. Das bedeutet also, Verantwortung zu übernehmen für das Fortbestehen der eigenen Spezies, also wieder die Selbsterhaltung, aber eben über die eigene Lebensspanne hinaus. Dann ist Mündigkeit natürlich ein ganz wichtiger Punkt für Demokratie. Das ist eine Voraussetzung für Demokratie, weil wir sollen ja alle herrschen, also wir sind ja irgendwie so alle die Herrscher hier und Herrscherinnen. Aber um eben verantwortlich handeln zu können, um herrschen zu können, müssen wir eben auch verantwortbar sein. Das heißt, in dem Moment, wo ich selber mündig sein will, muss ich auch zu meinen eigenen Fehlern stehen und muss verantwortbar sein. Also deswegen ist Verantwortung da auch ein ganz wichtiger Punkt dabei. Und natürlich Freiheit, da gibt es dann ein ganz tolles Wechselspiel. Freiheit ist nämlich sowohl Mittel als auch Ziel. Sie ist nämlich laut Kant Bedingung für Aufklärung. Aber Mündigkeit ist ja das Heraustreten aus einem Herrschaftsverhältnis. Also von daher ist Freiheit sowohl befreiendes Element als auch das Ziel des Ganzen. Also Aufklärung führt zu Mündigkeit, Mündigkeit führt zu Freiheit und ohne Freiheit gäbe es keine Aufklärung. Das heißt, wir können theoretisch an jedem dieser drei Punkte ansetzen und den versuchen hochzuschrauben und dann setzt sich das so fort. Nun haben wir technische Mündigkeit. Ich habe es erstmal langsam gemacht. Darüber könnte man sich ewig unterhalten. Ich muss mich etwas zusammenreißen. Erstmal ist es so, dass die psychologische Entfernung zu den Konsequenzen oft sehr vergrößert wird. Also man kann sich das mit den Kampfdrohnen vorstellen, also ein Pilot der Kampfdrohnen, der einfach nur aufs Knöpfchen drückt, der kann überhaupt nicht überprüfen, ob das, was er da gerade beschießt, ein Krankenhaus ist oder doch ein Waffenlager. Und dementsprechend handelt er auch unmündig. Wir haben aber auch noch natürlich den anderen Fall, dass Technik uns gleich die ethische Entscheidung ganz abnimmt. Das ist dann sowas wie DRM, Digital Restriction Management. Es gibt ganz viele Autos, die uns mit nervigen Gepiepse vorschreiben, dass wir uns anschnallen sollen oder erst gar nicht losfahren, wenn wir was getrunken haben. Oder es gibt diesen DVD-Ländercode. Das sind alles Sachen, man kann sich das so ein bisschen auch vergleichen. Unsere Moral ist so ein bisschen wie ein Muskel, der trainiert werden muss. Und wenn wir zu sehr oft moralische Entscheidungen, ethische Entscheidungen von Technik übernehmen lassen, dann könnte darunter unser Moralmuskel leiden. Den müssen wir nämlich auch trainieren. So, und dann kommt noch dazu, dass eben die Komplexität von Technik insgesamt die Bereitschaft erhöht, diese beiden ersten Punkte einfach zu akzeptieren, weil das ist halt der Lauf der Zeit. So, wir brauchen also, um mündig zu werden, da war doch der Kant so ganz aktiv, wir brauchen eine Form von digitalem Allgemeinwissen und um uns das mal zu überlegen, warum sind wir denn in Gefahr, unmündig zu werden, könnten wir uns einfach den Kant mal vornehmen und ihn so lesen, als hätte er das Ganze, was er da geschrieben hat, gestern erst verfasst. Das geht nämlich sehr gut, habe ich festgestellt. Er kannte halt die Menschen ganz gut, der Kant. Und da gibt es zum Beispiel in hier der Schrift, was ist Aufklärung, also so das
zentrale Werk zu dem Thema, diese schöne Geschichte, wo er sagt, dass Faulheit und Feigheit die Ursachen sind, warum Menschen so gerne unmündig bleiben. Und das ist jetzt gemein, finde ich, aber wenn man sich mal bewusst macht, aus welchen Gründen Menschen ablehnen, sich mit Technik zu beschäftigen, gerade bei Computern, das ist immer einerseits, fast immer entweder, dass man sich nicht damit beschäftigen möchte und gar nicht damit auseinandersetzen möchte, oder dass es einem zu hoch ist, dass man sich nicht so recht dran traut. Und das heißt, für die digitale Mündigkeit ist das eigentlich auch schon eine ganz gute, eine gute Erkenntnis. So. Wir wollen also die Kontrolle zurückgewinnen oder behalten. Wir wollen digital mündig bleiben. Vielleicht ist das eigentlich völlig klar, wenn ich Experte von einem Thema bin, dann kann ich da natürlich gut mit umgehen. Aber wir können mündig bleiben, auch wenn wir uns nicht besonders gut mit allen Sachen auskennen. Keiner kann Experte bei allem sein. Das ist das, was ich meine mit, wir brauchen digitales Allgemeinwissen. Ich muss kein Lebensmittelchemiker sein oder Chemikerin sein, um zu erkennen, wenn ich Essen kaufe, ob das schlecht ist oder nicht. Wir müssen dementsprechend auch bestimmte Autonomieeigenschaften in Technik unterbinden, also dieses Knöpfchen auf der Fernbedienung, was da gefehlt hat, um zu sagen, ist ja ganz gut, normalerweise hättest du auch recht, aber genau in dieser Situation möchte ich bitte nicht, dass du diese Entscheidung so triffst. Ich überbrücke, also das Überbrücken der Entscheidung, das ist ein ganz wichtiger Faktor und natürlich das Sichtbarmachen, dass überhaupt eine Entscheidung getroffen wird. Wie kann man das quasi anwenden? Jetzt kommen ganz viele Sachen, die ihr schon kennt. Was ich gerne mache, ist zum freie Software, Computer, also Software zu vergleichen mit einem Staat. Das funktioniert an der Stelle auf ein bisschen. Es ist ja so, lass mich mal. Die Sache ist, wenn ich in einem totalitären System lebe, dann ist genau das Problem, dass ich nicht in die Regeln schauen kann und ich für irgendwas verknackt werden kann, was ich vielleicht stand das noch gar nicht in den Regeln drin, als ich es gemacht habe, aber dann kann man es halt im Nachhinein noch eintragen, kann ich alles nicht überprüfen. Das Wichtige an einem freiheitlichen System ist, dass ich in die Gesetzgebung schauen kann, dass ich schauen kann, was steht da drin. Und wenn ich es nicht verstehe, dann kann ich jemanden engagieren, der es für mich liest. Es ist ganz wichtig, dass unsere Systeme offen sind, dass wir freie Software haben und reingucken können, was macht diese Technik denn da, weil sonst brauchen wir gar nicht anfangen mit der Mündigkeit. Offene Standards und so weiter brauchen wir natürlich auch, damit wir auch Dienste wechseln können, freie Formate, offene Schnittstellen. Privatsphäre ist auch ein ganz wichtiges Ding, weil das muss man sich bewusst machen, in dem Moment, also wir können jetzt durch die vernetzte Technologie super viel zusammenführen an Daten, super viel neu erfahren über die Leute und meistens ist man sich gar nicht bewusst, wie viel jemand da über mich erfahren kann. Und in dem Moment, wo ich viel über jemanden weiß und idealerweise derjenige das noch nicht mal weiß, dass ich das weiß, bin ich manipulierbar und zwar äußerst manipulierbar. Und jetzt komme ich wieder zur Demokratie, in dem Moment, wo wir selber herrschen wollen, wir wollen nicht, dass unser Souverän manipulierbar ist. Also sollten wir auch einfach darauf achten, dass wir unsere Mündigkeit bewahren, indem wir nicht manipulierbar sind. Dann ist es, finde ich, noch ganz wichtig, das gesamte Internet zu nutzen. Nein, es besteht nicht nur aus www und Facebook. Es gibt noch IRC, es gibt SMTP, es gibt FTP und Apps. Die machen auch meistens nicht all das, was das Internet kann. Die sind auch sehr beschränkt. Begrenzt, haben begrenzte Funktionen. Wir wollen keine Technik, die uns Verhaltensweisen vorschreibt. Wir sind noch beim Verantwortungsbewusstsein. Ja, wunderbar. Das ist nämlich genau das mit dem digitalen Allgemeinwissen, das haben wir ja schon gehabt. Und das Verantwortungsbewusstsein, das müssen wir stärken. Wir müssen klar machen, wenn ich etwas mit der Technik mache, dann liegt das in meiner Verantwortung. Wenn ich sagen kann, ich wollte es ja anders, aber die Technik hat es so gemacht, bin ich immer noch schuld, weil ich es habe dazu kommen lassen, dass Technik mir die Verantwortung abnehmen kann. Der Mensch hat die Verantwortung bis zum Schluss. Und das müssen wir uns bewusst machen, erst recht als diejenigen, die die Technik bearbeiten.
Wir wollen keine Technik, die uns Verhaltensweisen aufdrängt oder vorschreibt und, oder eben nicht zu umgehen ist. Und dafür muss die Technik transparent sein. Sie muss kenntlich machen, wenn sie etwas entscheidet. Sie muss also als Mittel sichtbar bleiben. Und ja, zu siebtens kann man eigentlich nur sagen, mit Einstein so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Wir brauchen möglichst viele Optionen, in denen Leute selbst entscheiden können, was. Aber wir brauchen gute Grundeinstellungen, damit die, die noch nicht so weit sind, das zumindest damit auch gut umgehen können. Das mit dem Urheberrecht habe ich schon gesagt. Wir müssen halt einfach mal neu drüber nachdenken. Dann haben wir auch nicht mehr das Problem, dass Daten nicht mehr ortsgebunden sind. Damit müssen wir halt einfach mal was Neues uns überlegen. Und die Wissenschaft sollte sich eben auch ein bisschen mehr damit beschäftigen, mit der Frage, wie soll denn eigentlich so die digitale Technik weitergehen? Liebe Philosophinnen und Philosophen, liebe Politologen und Politologinnen und liebe Soziologinnen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Soziologen, doch, gibt's auch, ne? Ja, gut. Bei Digitalcourage sind sogar mehr Soziologen. Ne? Das ist immer der interne Gag, den wir da haben. Und vor allem muss die Wissenschaft sich endlich bitte damit abfinden, dass das Internet eine Forschungsquelle ist. Ich habe letztes Jahr Magisterarbeit dazu geschrieben. Es ist wirklich anstrengend, über so ein Thema zu arbeiten, wenn man das Internet nicht wirklich benutzen darf. Für die meisten Leute eine Informationsquelle und als das müssen wir das bitte auch behandeln. Auch dafür brauchen wir neue Zitierweisen. So, dann sind wir schon fast am Ende. Huh, hier fehlt eine Folie. Na, da saß jetzt noch der Faust eigentlich und ist so klug als wie zuvor. Kant forderte eben die Mündigkeit und die brauchen wir eben auch im digitalen Raum. Das heißt, wir müssen unseren eigenen Verstand gebrauchen. Wir müssen uns natürlich auch im Klaren darüber sein, dass unser Einfluss über die Entwicklung auch begrenzt ist. Wir können natürlich nicht über alle Prozesse in der Natur und in der Gesellschaft exakt herrschen. Und wir brauchen eben dieses digitale Allgemeinwissen, aber es ist nicht das Einzige. Also diese Ausrede, ach, damit kenne ich mich nicht aus, deswegen sage ich dazu nichts, die funktioniert nicht. Digitales Allgemeinwissen ist Minimum. Ihr geht ja auch weiter einkaufen. So, also man geht damit um und es ist gar nicht unbedingt notwendig. Man muss die Dinge hinterfragen, das ist das Wichtige. Für uns bedeutet das, dass wir uns der Verantwortung, die wir als Technikerinnen und Techniker haben, bewusst werden müssen, dass wir auch dieser Verantwortung gerecht werden müssen, dass uns klar sein muss, wir sind die Pioniere an dieser Stelle. Die Philosophen, wie gesagt, die brauchen noch 5 Jahre, bis sie vielleicht dann an der Stelle sind, an der wir sind. Und damit, um dieser Verantwortung gerecht zu werden, müssen wir uns klar machen, nicht alles, was geht, ist auch gut. Das machen auch viele so. Ja, Facebook, Fotos hochladen geht, also wird es ja kein Problem sein. Immer dran denken, Technikphilosophie schwebt mit im Raum. Wie gesagt, wenn wir es nicht tun, das holt uns irgendwann dann ein, weil dann plötzlich irgendwelche Internetausdrucker irgendwas gelesen haben und naja. Immer dran denken, die Technik, die wir entwickeln, die wir gestalten, die prägt nicht nur unser Handeln, sondern auch unser Denken. Die Art, wie wir denken, verändert sich. Und damit tragen wir richtig viel Verantwortung. Und damit bin ich am Ende. Und habe noch natürlich die... Ach so, nein! Ha! Ich wollte noch darauf hinweisen... Nein, ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt natürlich schon ganz viele Netzethiken. Ich will jetzt nicht behaupten, hier die Erste zu sein, die auf diese Idee kommt. Das Problem ist, diese Netzethiken, die beziehen sich alle auf uns. Die sind irgendwie so alle relativ nach innen und sehr ausführlich. Das heißt, wenn ich das jetzt meinem Opa, der nicht mehr existiert, aber wenn ich das jemandem vorlege, der sich kaum damit beschäftigt, für den das eigentlich genau wichtig ist, so dieses digitale Allgemeinwissen zu haben, der kann damit nichts anfangen, das ist viel zu viel, das ist
Ja, und was wir brauchen ist, wir brauchen quasi moralische Regeln, die, die einfach sind, die klar zusammengefasst sind und in denen, die nicht so ausführlich sind, wo so die Basics geklärt werden. Mit denen wir dann nämlich eben genau dieses digitale Allgemeinwissen abdecken. Und jetzt habe ich hier auch noch den, die Folie, die ich vorhin gesucht habe und die Quellen. Jetzt bin ich fertig. Ja, dir auch vielen Dank. Ihr kennt das Spiel beim Q&A. Da sind zwei Mikrofone, einfach anstellen, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr vorhabt, bei diesem Vortrag jetzt früher zu gehen und nicht bis zum Ende zu bleiben und ihr da so irgendwo in der Mitte sitzt, dann geht doch bitte jetzt. Sonst treibt ihr uns alle völlig in den Wahnsinn, wenn ihr dann beim Q&A einfach aufsteht und totales Chaos ist. Da ist übrigens der Ausgang, nicht hinten, da vorne. Gut, fang du doch bitte an. Hallo Lena, danke für den Vortrag. Du hast den Begriff Technikpaterialismus eingebracht. Jetzt wollte ich mal fragen, was mit den Begriffen Technikdeterminismus und Technikkonstruktivismus ist, die ja schon in den 60ern geprägt wurden, warum du die nicht verwendet hast. Kannst du den ersten nochmal sagen? Den habe ich nicht. Du hast den Begriff Technikpaterialismus eingebracht und ich wollte halt mal wissen, was mit Technikdeterminismus und Technikkonstruktivismus ist, die in den 60ern schon aufkamen in der Diskussion. Potato, Potato. Das sind andere Begriffe, die sich natürlich auch in der Technikphilosophie etablieren. Und ja, natürlich, wir können Technik. Das ist es gab in den 80ern so einen gewissen Bau Holland, der hat sich genau mit diesem Thema beschäftigt, ja. Was eben Technik verursachen hat, wenn man sich von ihnen bestimmen lässt oder wenn man eben die Möglichkeiten Technik ausnutzt. Und deswegen hat mich ein bisschen verwundert, warum du eben einen neuen Begriff dafür eingeführt hast, der eigentlich an sich schon seit 20 Jahren vorher schon vor der Gründung des CCC feststand. Für mich hat die trifft Paternalismus das ein bisschen eher. Es wäre natürlich ein geschlechtsneutraler Begriff. Der Konstruktivismus ist, da hängt so viel mit dran. Das hängt halt dran, dass ich mit Technik einfach bestimmen kann, was ich mit ihr mache. Ich gehe konstruktiv mit ihr um. Ja. Und das war ja auch in den 80ern genau das mit dem Gutachten der Grünen, was sie eingebracht hatten im Deutschen Bundestag, auch der Fall, einfach mal zu gucken, was bietet uns Technik und was kann sie uns schaden. Und das ist ein neuer Begriff. Der Paternalismus, das ist eben so, also wo ich gerne auch hingehe, ist eben genau diese Ambient Technologies, das, wo es so, also es setzt eigentlich geht es in eine ganz ähnliche Richtung, es setzt nur das Augenmerk so ein bisschen auf eine andere Stelle. Also die einen sagen freie Software, die anderen sagen Open Source und der Grund ist, dass ihnen ein klitzekleiner anderer Teil ein bisschen wichtiger ist. Und mir geht es sehr stark um die Frage, wo ist Technik entmündigend und wo wird sie uns an der Stelle quasi gefährlich, während, du kannst auch von Konstruktivismus sprechen. Okay, danke. Okay, nur noch eine kurze Durchsage. Mir fällt auf, dass es eine schlechte Idee ist, wenn ihr jetzt hier rausgeht, weil da eine Kamera steht. Deswegen, wenn ihr vorher rausgeht, hinten, am Ende dann da vorne. Danke. Okay, hat das Internet eine Frage? Ja, einen Moment bitte. Ich muss mich gerade hier mit Flame Wars auseinandersetzen. In der Zwischenzeit... In der Zwischenzeit würde GoTo aus dem IRC gerne wissen, ob du deine XMPP-Kontaktdaten rausgibst? Ich hab hier Mail, ich habe Twitter und Identica angegeben. Ich würde mich natürlich freuen, ich habe noch dieses, ich habe gerade einen Blog gestartet, es ist schon ein Momentchen her, aber netzphilosophie.org, in der ich genau Leute einladen möchte, mit mir über genau solche Themen zu sprechen. Und ich freue mich über Leute, die Interesse haben, da mitzumachen. Und das geht dann am besten aber an meine E-Mail-Adresse. Alles klar. Ich würde gerne noch eine zweite Frage hinterher stellen von Phaidros. Er schreibt, du hast gesagt, dass die Technikphilosophie keine Ahnung von Computern hatte. Was ist mit der Literatur zur Kybernetik? Es gibt doch ganze Bibliotheken voll von technikphilosophischen Büchern über die Geburt des Computers und auch des Netzes. Was stimmt zum Beispiel
Sorry, Paste-Fehler. Was stimmt mit dieser Literatur nicht? So. Wer genau aufgepasst hat, hat bemerkt, dass ich von dem digital vernetzten Computer gesprochen habe. Und von dem gibt es leider echt noch nicht so viel. Da gibt es viele, es gibt ganz einige gute Bücher, die, die darauf gehen, aber das, sind dann, das ist wirklich schwierig, da einen großen, aussagekräftigen Philosophen zu finden, der dazu mehr als irgendwie nur einen Satz mal eben in irgendeinem Reklamheft oder so sagt. Und an der Stelle gibt es halt sehr viele, die sich halt als Internet-Experten bezeichnen. Der Wissenschaft fehlt aber auch noch irgendwie jegliche Möglichkeit zu festzulegen, wer ist denn jetzt eigentlich ein Internet-Experte? Ich bin jetzt immerhin staatlich geprüfte Netzphilosophin. Ich weiß nicht, ob das was ändert oder nicht. Also es geht sehr stark um diese neue digitale Vernetzung und mein Prof würde mich natürlich in den Boden rammen für diese Aussage, dass die Philosophen sich dann drum nicht scheren, weil natürlich gibt es die und Computer, was ist digital, da könnte man noch ewig drauf eingehen, wenn man mit digital bei Ada Lovelace anfangen will, natürlich gibt es dazu eine Menge Stoff. Und das ist aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, was dazu kommt, ist, zu diesem universalen Computer, zu dieser universalen Maschine, ist, dass diese auch noch über den ganzen Globus miteinander vernetzt sind. Und dadurch bekommt das überhaupt erst eine Dimension. Und mit dieser Dimension, da gibt es einfach leider noch ziemlich wenig Auseinandersetzung. Und da möchte ich meine Kolleginnen und Kollegen ein bisschen hinbringen. Und wie gesagt, vielleicht können wir uns ja in der Mitte treffen. Ein paar Hackerinnen und Hacker werden Hexen und Hacker werden Philosophen und ein paar Philosophen werden Hexen und dann kommen wir da vielleicht ein Stückchen weiter. Okay. Jetzt ist das schon, das geht schon in dieselbe Richtung jetzt. Was ist denn jetzt mit der Fernbedienung in dem Beispiel, wenn jetzt ich jetzt sage zur Fernbedienung, nein, ich will deine Automatikfunktion nicht nutzen, ich weiß es besser und die Fernbedienung guckt mich an und sagt, nein, ich weiß es besser, weil die auch schon die künstliche Intelligenz irgendwie entwickelt hat. Das geht jetzt vielleicht so in etwa in dieselbe Richtung. Und man kann es natürlich auch andersrum spielen und sagen, das ist dann nicht der Terminator, der dann vor mir steht, sondern Skynet, was dann halt die große vernetzte Struktur ist, die dann sagt, nein, ich bin schlauer als du, ich habe deine Hirnzellen gezählt. Oder wie viele Impulse da pro Sekunde irgendwie durchschießen, ich habe mehr. Und genau deswegen müssen wir immer in der Kontrolle bleiben. Also es gibt dieses, ein schönes Beispiel ist auch das Auto, was eben nicht losfährt, wenn ich alkoholisiert bin. Und dann kann ich mir, wahrscheinlich in ganz vielen Situationen ist es richtig hilfreich und hält mich davon ab, Auto zu fahren. Und dann stelle ich mir vor, ich bin extra nicht gefahren, weil ich was getrunken habe. Der Fahrer auf der Fahrerseite hat nichts getrunken. Aber dann haben wir einen Unfall gebaut, der ist ohnmächtig und wir stehen direkt auf den Bahnschienen und der Zug kommt. Und ich kann das Auto nicht die 3 Meter nach vorne rollen, weil ich irgendwie einen Champagner getrunken habe. Oder ein Sekt. Oder ein Chunk. Und das ist eben genau der Moment. Meistens weiß die Technik es vielleicht sogar tatsächlich besser. Das heißt aber nicht, dass sie das letzte Wort haben darf. Wir müssen das letzte Wort behalten. Und deswegen brauchen wir überall die Möglichkeit, nein, ich will das nicht. Oh. Einmal da halt rechts, bitte. Da möchte ich das mal kurz nochmal anknüpfen, dass ich es mal andersrum drehen kann, wenn ich deinen Moralmuskel als Beispiel nehme. Willst du jetzt also sagen, wir müssen unbedingt den Moralmuskel bei Menschen haben? Wäre es nicht irgendwann auch besser, den Moralmuskel bei der Technik zu haben, weil die auch zum Beispiel das in größeren Bereichen denken kann? Wie möchtest du, also denkst du, dass es möglich ist, jede mögliche, also ich habe jetzt schon ein abstruses Beispiel mit dem Autounfall und den Bahngleisen und so. Das heißt nicht, dass ich das befürworte, aber ja, man muss sich mit dieser Frage auseinandersetzen, die wird definitiv kommen. Es gibt immer die Möglichkeit, dass irgendetwas, egal wie komplex ich diesen Algorithmus jetzt mache, irgendeine Situation ist dabei nicht berücksichtigt. Und wenn ich der Pilot bin, der in dem Flugzeug sitzt und mir das Flugzeug sagt, so hoch darfst du jetzt nicht steigen, dann könnte die strukturelle Integrität verloren gehen. Und ich aber nicht in diesen Wald reinfliegen will, dann muss ich die Möglichkeit haben zu sagen, nee. Und es gibt immer eine Möglichkeit, Existenzquantor X, es gibt immer eine Möglichkeit, die man vorher nicht bedacht hat. Und deswegen muss es immer diesen Knopf geben, der sagt, das hier ist jetzt diese Situation.
So, und jetzt darfst wirklich du. Okay, super. Ich will mir einen kleinen Aspekt rausgreifen, und zwar will ich dich fragen, was du dir unter Privatsphäre vorstellst, was für sich genommen, glaube ich, ein ziemlich großes Thema ist. Und um dem so eine Richtung zu geben, wäre mein Beispiel, also der Staat schützt die Familie und damit schützt er die Geheimnisse der Familie, wo halt an und für sich genommen ganz viel Scheiße passiert unter so einem Deckmantel der Privatsphäre. Genau, und ob du in die Richtung schon mal das versucht hast, für dich zu problematisieren oder in deinen Überlegungen? Also, ich weiß jetzt nicht, wie viel das mit Technik, Philosophie zu tun hat. Nein, es stand bei deinen Gegenmaßnahmen, war das ja aufgeführt. Also, das, und, also ich finde das relativ kritisch, Privatsphäre als sinnvolle Gegenmaßnahme, weil ich glaube, eher sinnvoll finde, Dinge öffentlich zu verhandeln. Das ist immer wieder dieses merkwürdige Problematik zwischen transparenter Staat und transparenter Bürger. Natürlich muss ich Dinge offen verhandeln, ich muss zu dem stehen, was ich denke, was ich sage, und ich muss dafür auch mit meinem Gesicht herhalten. Nur die Sache ist, das, was zum Beispiel mein Smartphone über mich weiß, das ist weitaus mehr als das, was ich meinem Tagebuch anvertraue. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine Kiste vorstelle mit allen merkwürdigen Liebesbriefen, die ich in meinem Leben schon bekommen habe, und dann noch mein Tagebuch oder alle Tagebücher reinwerfe und ich weiß nicht, vielleicht noch irgendwelche versauten anderen Sachen, und dann mache ich diese Kiste zu, das ist das, was keiner über mich wissen muss, und das sind die Sachen, mit denen ich manipulierbar werde. Und ich muss die Entscheidung haben, was davon ich nach außen gebe, was mein, was etwas ist, wo ich sage, hier, das möchte ich jetzt vor allen Leuten erzählen und erklären. Und die Sachen, die aber in dieser Kiste drin sind, die müssen auch meins sein. Und dieses Smartphone weiß noch viel mehr über mich als das, was in dieser Kiste drin ist. Das weiß teilweise mehr über mich als ich selber oder als mir bewusst ist. Und wenn jemand, von dem ich nicht weiß, dass er diese Informationen hat und über mich sammelt und verknüpft, erfährt also Dinge über mich, die meine engsten Freunde nicht über mich wissen. Und wenn der jetzt auf mich zugeht und mir genau mein Lieblingseis anbietet und mir, also ich meine, das ist ja auch diese Facebook-Daten, wird ja auch gerne gemacht, dass irgendwie Leute nachgucken, wer ist denn das, was mag die so für Bands, und dann das verwendet, um so dieses einen auf, wir sind seelenverwandt zu machen. In dem Moment, wo ich arglos bin, wo ich nicht weiß, der andere hat diese Information über mich, falle ich darauf doch natürlich rein. Also die Wahrscheinlichkeit ist enorm hoch, dass ich darauf reinfalle. Und der Teil, der daran technikphilosophisch ist, ist einfach wieder die Erkenntnis, wir haben mit der digitalen Ebene eine neue Ebene der Verknüpfbarkeit erschaffen. Wir haben vorher immer irgendwie Datenspuren hinterlassen, die waren dann irgendwie auf Papier, sind dann irgendwo rumgeflogen, vielleicht irgendwann in den Müll geraten oder wie auch immer, lagen vielleicht auch ewig lang irgendwo rum, sind aber nicht verknüpft worden. In dem Moment, wo die Informationen vom Trägermedium, Papier, Vinyl, was auch immer, abgelöst sind und digital sind, in dem Moment sind sie verknüpfbar. Und in dem Moment entsteht ein Datenwust über mich, an den ich mich noch gar nicht gewöhnt habe, dass sowas überhaupt existieren kann. Wir sind ja noch ganz am Anfang mit dem ganzen Kram. Und das ist genau der Punkt, der es gefährlich macht. So, hat das Internet noch Fragen? Internet, hallo? Ja, also TP1024 fragt zum Beispiel, wie überzeugt man Leute davon, nicht über Technik zu urteilen oder gar Gesetze zu erlassen, von denen sie nicht einmal die Grundbegriffe verstehen, egal ob Internet oder zum Beispiel Kernkraft? Ja, wenn ich das in zwei Sätzen, wenn ich da diesen Fahrstuhlsatz zur Verfügung hätte, den müsste man sich mal überlegen. Ich denke, es ist genau das, zu sagen, du brauchst ein digitales Allgemeinwissen. Also du musst das auch hinterfragen, was du da tust. Es ist nicht so, dass Technik generell gut oder böse ist. Das, der Mensch, der dahinter steht, also ich hatte vorhin dieses Einstein-Zitat, die Wissenschaft und die Technik können uns richtig in die Kacke reißen, wenn wir unseren Moralmuskel darüber vernachlässigen, wenn wir nicht als Menschen dahinter stehen, das Ganze immer wieder hinterfragen. Und gleichzeitig kann es richtig coole Sachen produzieren, und da möchte ich hin. Das ist eigentlich genau das Ding. Wir sind jetzt an einem bisschen sowas wie einem Scheidepunkt, so eine Weichenstellung, und je nachdem, welchen Kurs wir jetzt einschlagen, wird das eben totalitär oder richtig, richtig cool. Und je weiter wir einen der beiden Wege gegangen sind, desto schwerer wird es wahrscheinlich, nochmal in die andere Richtung umzuschwenken. Und
Deswegen ist es wichtig, bevor man darüber urteilt, sich damit beschäftigt zu haben. Das würde ich jetzt mal so versuchen als Vorschlag. Okay, super. Wir haben noch Zeit für eine sehr lange oder zwei relativ kurze Fragen. Fang du jetzt einfach mal an. Also ich hätte eigentlich sogar zwei Sachen, aber ich... Wirklich jetzt? Genau, ich versuche mich kurz zu fassen. Also, zu dem, was ich erst zu zweit sagen wollte. Also du sprachst ja auch vorhin von dem digitalen Grundverständnis beziehungsweise von der digitalen Allgemeinbildung. Genau, und gleich vorhin, also eben gerade sagtest du ja auch, hinterfragen, was die Technik tut. Also ich glaube, man sollte sogar allgemein so sagen, der Mensch sollte allgemein hinterfragen, was er tut und was andere tun. Mhm. Also nicht nur, was Technik tut. Natürlich. Also die sogenannte Selbstreflexion teilweise auch. Und genau, jetzt bei dem digitalen Selbstverständnis beziehungsweise bei der digitalen Allgemeinbildung. Ich denke mal, viele hier kennen das ja, das Bild sozusagen von den Großeltern, von dem Kunden, wie auch immer, der dann sagt, das verstehe ich nicht. Und dann sagt man, Kollege, du brauchst einfach nur nachdenken. Das ist nicht irgendwie, das ist kein Hexenwerk. Und also diese Ablehnung dabei. Und viele Leute sagen oder manche Leute vertreten sozusagen die Meinung, hey, es gibt auch keine fahrtechnische Allgemeinbildung. Wir müssen einen Führerschein machen, wenn wir Auto fahren wollen. Nicht jeder hat sozusagen die Allgemeinbildung, was... Schön. Hey, ich bin da drauf. Das ist übrigens eine lange Frage. Okay. Genau, also man müsste sozusagen einen Führerschein machen oder sollte man einen Führerschein machen, wenn man sozusagen in die digitale Welt entlassen werden will. Aber dann könnte man auch wieder sagen, es gibt also zwei Klassenleben, sozusagen die einen haben das, die anderen nicht. Also schön, dass du die Sache mit dem Führerschein sagst, weil das ist eben das Ding, du musst aber kein Physiker sein, um zu wissen, dass es dich aus der Kurve haut, wenn du zu schnell reinfährst. Also es gibt auch da, das ist eigentlich genau das Allgemeinwissen, ich bin mir da nicht sicher, ob man so eine Art Internetführerschein, ob man sowas machen sollte oder nicht. Wo wir aber aufpassen sollten tatsächlich ist, dass wir unsere Jugend daran führen. Das, also was ganz viele Eltern zum Beispiel machen, ist, sie kennen sich halt damit nicht aus und deswegen lassen sie es halt entweder beschäftigen sie sich gar nicht damit, was ihre Kinder machen, oder sie sind übervorsichtig und verbieten ganz viel. Und beides ist nicht richtig. Junge Menschen brauchen Begleitung, Betreuung bei dem, was sie da erfahren, aber sie brauchen natürlich auch ihre Freiheit, Dinge auszuprobieren und auszutesten. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da auch vermitteln, auch schon der Jugend vermitteln, hier, ihr seid verantwortlich für das, was ihr tut. Da brauchen wir nicht unbedingt einen Führerschein für, aber wenn wir uns das selber bewusst machen, dass es da eine moralische oder eine ethische Verantwortung gibt, der wir gerecht werden müssen, immer wieder und wieder, jeder einzelne von uns. Okay, super. Damit ist unsere Zeit jetzt auch um. Ich bin mir sicher, ihr seid in der Lage, auch im Internet noch die Fragen zu stellen, die ihr noch habt. Ansonsten jetzt bitte den Ausgang hier vorne benutzen und euren Müll mitnehmen. Und einen Applaus für Sie bitte. Applaus